So, nochmal andere Sicht, ne? Der Fight, der ultimative Fight heute. Iron Man Boss auf der rechten Seite, Dr. Doom auf der linken Seite. Oh. Aha! Dachte ich etwa, es kommt wieder ein. Alright, Leute. Haut ein Like rein. Team früh aktiv. Wenn ihr ausgeschlafen seid oder sowas und so weiter, ne? Haut ein Like rein. Wenn ihr dachtet, da kommt gleich ein alright rein, Leute. Das gebettelt für Likes wird immer kreativer, würde ich sagen, ne? Willkommen zurück zu Fortnite. So, wenigstens das haben wir noch drin, ne? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt ein wunderschönes Wochenende, weil ich werde wunderschöne Sachen machen. Wenn ihr kein wunderschönes Wochenende habt, werden wir ein paar richtig wunderschöne Sachen ausprobieren. Unter anderem werden wir natürlich uns in diverse Sachen versuchen zu tarnen und zu verstecken. Aber wir machen den ultimativen Test. Das hat wieder das Mythenteam geschafft, ne, die Bosse zusammenzubringen. Wer ist stärker, Iron Man Boss oder Doomsday Boss, ne, beziehungsweise Dr. Doom Boss? Die zwei Bosse klatschen aufeinander. Es wird eine phänomenale Schlacht, Leute. Ich bin mal gespannt, wie die das hingekriegt haben. Wenn euch der Content so gefällt, Leute, und ihr in letzter Zeit mich immer öfter seht oder ob YouTube mich mal immer wieder mal empfiehlt und ihr zu den 50% der Leuten gehören, die Videos schauen, gerne Abo-Button und Glocke reinhauen. Habt ihr jetzt schon mal drinne, dann verpasst ihr keinen Content zu den ganzen Challenges, ne, mit Tests und Top-10-Listen und was auch immer. Eine breite Vielfalt wird euch hier geboten, aber ich würde mal sagen, wir legen erstmal los. Gerne könnt ihr auch auf meinen Zweitkanal Stanlord Watt vorbeischauen. Es gibt es viele Stream-Ausschnitte. Dort habe ich unter anderem ein Video hochgeladen, wo ich diverse, sag ich mal, Skin-Möglichkeiten erstellt habe mit den neuen Superhelden, die es aktuell im Shop gibt, ne? Die man kaufen kann. Unter anderem Spider-Man, Gwen Stacy, Miss Incredible aus die Unglaublichen, Frozone aus die Unglaublichen, Spawn haben wir da, Flash und die so weiter. Kann meine Auto mit Shopfähig wegschleudern. Nächstes Experiment, Leute. Lass mal schauen, wie weit Autos tatsächlich mit Shockwave-Granaten fliegen. Ja, im letzten Season 3, hatten wir keine Shockwave-Granaten. Da kamen zwar die Autos rein. Wir haben auch diverse Experimente gemacht mit Loot-Drops obendrauf oder Waffenbanken oder was auch immer. Wie so oft. Die Videos findet ihr oben rechts. Aber jetzt versuchen wir mal, das Ding zu impulsen. Bitte was? Wie viel Masse hat das Ding? Flieg! Okay. Die Autos sind insgeheim eigentlich 5 Millionen Tonnen schwer oder sowas. Selbst ein Hai ist mit der Granate geflogen. Ohne Witz! Wir haben einen Hai zum Fliegen gebracht mit den Impulsgranaten, aber die nicht hier, ne? Okay, merke ich mir. Aber wir können auch direkt mal den nächsten Test mal ausprobieren. Und zwar habe ich hier so wunderschöne Bounce-Pads. Schauen wir mal, ob wir die Autos rumhüpfen, ne? So, und... ja, das geht. Das geht, ne? Und da hüpfen die auch recht gut, ey, muss man sagen. Und nochmal ohne Bäume, weil es so schön war, Leute. Ja... da kriegt er doch ordentlich Sprung drauf, aber Impuls hat ihn mal so gar nicht gejuckt. Nächstes Experiment. Wie kann man dich kostenlos supporten? Im Itemshop haben wir Schimmerspezialisten, da steht neu dran. Hatten wir die bisher noch nicht, weil ich bin... die wurde doch irgendwo in Season 2 geleakt oder sowas, oder? Die wurde, glaube ich, definitiv irgendwo in Season 2 geleakt, bin ich mir sicher. Hier auf der rechten Seite haben wir immer noch unsere Superhelden natürlich, ne? Und ihr kennt die Soße, Leute. Creator Code Werbung, gar keinen Bock. Hey, Stani, mit I hinten dran. Und weiter geht's. Kann man als Mystik in einen Stark-Roboter verwandeln? Nächster Mythos, Leute. Unsere guten Roboter bauen dieses Flugzeug gerade ab, als ob die nichts abgebaut haben. Wir wollen uns verwandeln zu einem Stark-Roboter. Let's go. Okay, ich werde zum Default-Skin. Ich werde zum Default-Skin und die Tarnung fällt dabei komplett flach. Ich glaube, das liegt daran, dass die nicht gefinished sind, ne? Finishen wir mal. Und jetzt verwandeln wir mal uns in einen Roboter. Und... yay! Mein neuester Skin, Leute! Ich bin der Stark-Roboter. Okay, nice! Let's go! Und damit kann ich auch den Mode ausführen. Das ist cool, dass das funktioniert, ne? Selbst der indische Tanz, Leute. Den Skin, den man nicht spielen kann, kann man natürlich auch mit Mystique sich verwandeln. Und da kommen mir auch schon so einige Videoideen, die reserviere ich jetzt schon mal, Leute. Ich werde mal eine ganze Runde mich nur als Stark-Roboter ausgeben. Das Ding ist, ich glaube, die verwandelt sich irgendwann zurück, ne? Es dauert, geht gar nicht so lange. Deswegen müssen wir uns wieder verwandeln. Zack. Ah, okay. Weil die Verwandlung hört irgendwann auf, aber ich glaube, das könnte eine coole, ziemlich coole Videoidee sein, wo wir uns als Roboter ausgeben, so einen Tag lang oder so. 72 Stunden lang als Stark-Roboter ausgegeben, Leute. Und das ist passiert. Zu lustig. Kann man als Mystik in einen Shadow-Handlanger verwandeln? Das wäre interessant, ob er... ah, genau, knapp. Hey, Shadow Boy. Was geht? Darf ich mich in dich verwandeln?
In wen verwandle ich mich denn jetzt? Ah, man kann sich immer wieder verwandeln, auch wenn die Verwandlung aufhört. Das ist praktisch. Doch, das ist sehr gut. Aber auch als Sarg-Roboter hat der Shadow-Handlanger nicht so wirklich Bock, ne? Wenn man bedenkt, wie aggressiv die Typen waren, ne? In Season 3 und 2, ist es schon sehr erstaunlich, dass sie jetzt so schmächtig ist. Aber nächstes Experiment können wir uns als Shadow-Handlanger ausgeben. Auch dafür hätte ich die Video-Idee, Leute. Ja, es geht. Ja, es geht. Man kann sich wieder als Shadow-Handlanger tarnen. Und dann verbringen wir mal hier mal einen Tag in der Authority und gucken mal an, ob irgendjemand hier vorbeiläuft. Ne, dann machen wir einfach so die ganze Zeit. Zack, zack, zack. Machen die ganze Zeit den Wein-Emote oder sowas. Und dann verbringen wir das. Das wird nochmal eine schöne Geschichte, die man nicht verpassen sollte. Iron Man gegen Dr. Doom. Nicht runter in die Kommentare schreiben für mehr Mythen, Leute, was wir noch so ausprobieren sollen. Natürlich haben wir schon vieles ausprobiert, was ihr oben rechts auf dem i findet, ne? Zum Beispiel, dort gibt es eine Playliste, die ihr euch anschauen könnt. Aber wenn neue Sachen reinkommen, ne? Wir haben natürlich noch viele, viele Ideen, die wir umsetzen können. Aber mal schauen, für immer kommt da irgendwas zusammen, was man dann immer noch ausprobieren kann. Kommen wir zu der ultimativen Schlacht zwischen Dr. Doom und Iron Man. Die zwei Bosse treffen aufeinander und geben sich dann mal ordentlich auf die Mütze. Ne, das Mythenteam rund um Yannicka, Mozzarella, Ryonix, Mr. Maiskolben, Saft Ahura und Saft Ninja, Ampelking sind dabei hier und haben sich hier das Ganze mal ermöglicht und das ist eine mega, mega krasse Leistung, ne? Leute, selbst wenn ihr keinen Bock habt, mir immer ein Like reinzudrücken wegen dem ganzen Gebettel am Anfang des Videos, dann tut es für die Boys, tut es für das Mythenteam, das sie machen. Und da ist auch ein dickes, dickes Dankeschön, dass sie mir immer wieder da aushelfen, auch wirklich krasse Experimente machen, um natürlich auch interessante Videos zu produzieren, ne? Schreibt auch einfach mal in die Kommentare irgendwie Respekt an das Mythenteam, Dankeschön Mythenteam, denkt euch was aus oder sowas, ne? Würden die sich bestimmt auch freuen. Ne, und schauen wir mal, wie die das hingekriegt haben. Also, wir haben auf jeden Fall bei Iron Man drei Leute. Ne, drei Leute. Saft Ninja, Yannicka und der Ryonix müsste das sein. Der Ryonix ist es. Ne, Ahura ist auch hier. Okay, Ahura, Saft Ninja. Ampel King ist im Pleasant Park und bereiten Dr. Doom quasi vor. Ne, Mozzarella auch. Okay. Die bereiten quasi Dr. Doom vor. Das Replay ist hier mal wieder vollkommen on point. Aber das liegt wegen dem Replay-Bereich, ne? Ihr seht den sichtbaren Bereich dort. Dort wird alles gut gerendert. Dort wird alles gerendert. Man sieht auch alle Bosse. Während alles außerhalb, ja, so halbwegs funktioniert. Aber egal, wir kriegen das auf jeden Fall hier hin, dass wir das sehen können. Die machen wieder mal sehr viele Mats, so wie es aussieht. Brauchen wir wie immer. Ne, ist irgendwie gefühlt jedes Experiment, was wir brauchen, brauchen wir immer massiv viele Mats. Okay, was, da ist Tony gewesen. Da ist Tony gewesen, Iron Man hat Iron Man ist so böse, ne? Das ist der krasseste Boss überhaupt. Hat einfach mal Yannicka weggelasert mit ein paar Schüssen. Aber hey, so ist das nochmal. Iron Man lässt sich mit sich nicht rumspielen. Ich würde sagen, Iron Man ist der stärkste Boss, den wir bisher je hatten. Man könnte mal wieder mal ein Top-10-Ranking machen mit allen Bossen, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? So, Iron Man ist geschnappt. Ne, wird nochmal geheilt mit Splash-Jackies, beziehungsweise Saufpacks. So, und jetzt fliegen die. Okay, bin mal gespannt. Ich denke mal, die nutzen die Stark-Drohnen bei den Quinjets, um den wieder zu beleben. Und natürlich auch das Lagerfeuer. Lagerfeuer immer beste Methode, ne, um den noch am Leben zu halten, weil er kriegt dadurch natürlich HP wieder. So, zack, 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 für den weiteren Transport. Aber der Quinjet ist da oben. Da muss man auch Glück haben, ne? Da muss man mega Glück haben. Am meisten Glück wäre natürlich, wenn der Quinjet jetzt hier wäre, wo die jetzt vorbeifliegen auf der linken Seite. Aber da oben ist natürlich auch nicht schlecht, weil Iron Man immer zurückläuft, wo er gespawnt ist. Hier einmal Sauftruck mitnehmen zum vollen Heilen. So, was macht Mozzarella und so weiter? Okay, die bereiten Dr. Doom hier vor, ne? Okay, die haben den schön eingebaut, um den entsprechend dann weiter zu bewegen. Okay, Mr. Maiskolben hilft hier aus. Ampel King ist hier da. Okay, die sind aus dem Replay-Bereich, weil die Richtung Quinjet fliegen. Ja, da ist der Quinjet. Okay. Ah, mega smart. Ich weiß warum. Damit die Stark-Roboter keine Agro auf ihn haben und natürlich sofort anfangen zu reviven. Junge, ey, was? Haben die da einen richtigen Masterplan oder was? So, Iron Man läuft zurück, ne? Der hat gar keinen Bock, Leute. Läuft mal eben zurück. Aber das war ja mal mega smart, um das zu reviven, ne? Weil wenn du lebendig dran gehst an die Stark-Roboter, dann haben die Aggro auf dich und dann schießen die erstmal auf dich, bevor die anfangen zu reviven. Und da man sich noch nicht als Stark-Roboter verkleiden kann, außer mit Mystique, was ihr vorher gesehen habt, ne? Außer ihr habt das Video übersprungen. Habt ihr das Video übersprungen? Habt ihr?
zurückspulen, dann kommt ihr wieder hier hin. Ne, aber Iron Man läuft gerade schnurstracks Richtung Pleasant Park, was richtig nice ist. So, wird auch schon gespottet von den anderen, ne? Von dem zweiten, von dem Doom-Team. Okay, wo ist Dr. Doom? Dr. Doom ist wahrscheinlich da unten, ne? So, wo die da gerade versuchen, ihn zu ziehen. Ja, die versuchen, ihn zu ziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ey, das sind wirklich die Kings. Das sind Kings und Queens, wer auch immer da mithilft bei dem Mythenteam, ne? Das sind richtige Kings, dass die so einen richtig geilen Plan haben. Da ist Dr. Doom jetzt weiter rechts. Iron Man läuft auf ihn zu. Und gleich kommt die ultimative Schlacht. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wenn die noch ein paar Saufbags auf den schmeißen würden, damit er natürlich voller HP hat. Aber ey, ist mir egal, dass man das alleine schon hinkriegt, Leute, ist die krasseste Leistung überhaupt. Und ich würde mal sagen, auch die allererste Leistung überhaupt auf YouTube, die jemand gemacht hat, ne, dass man zwei Bosse zusammenbringt. Und Iron Man sieht Dr. Doom, Digga, geht direkt auf die Schlacht zu. Okay, er schießt. Na, komm, mach deinen Laser. Triffst du überhaupt? Ja, jetzt trifft er natürlich nicht. Kein Auto eben, ne? Dr. Doom macht direkt seine Kugel, trifft nicht. So, nochmal andere Sicht, ne? Der Fight und die ultimative Fight, Leute. Iron Man Boss auf der rechten Seite, Dr. Doom auf der linken Seite. Ne, machen wir mal hier eine epische Perspektive. Dr. Doom setzt seine Genki-Dama ein und verfehlt. Okay, Dr. Doom hat echt keinen Chill, setzt sofort seine stärksten Skills ein und finished Iron Man. Warum hat Iron Man seinen Laser nicht eingesetzt? Hätte doch machen können, oder? Hätte mal seinen ultimativen Laser einsetzen können, wäre doch auch krass gewesen. Richtig nicer Fight. Man muss dazu sagen, Iron Man war angeschlagen, ne? Dadurch, durch den ganzen Transport, hätte man noch vielleicht ein paar Saufbags reinschmeißen müssen, damit es ein bisschen krasser wäre, aber ist mir egal. Es war trotzdem ein mega fettes Experiment und einfach nur dickes Respekt an die Leistung und vor allen Dingen den Plan und dass die das hingekriegt haben. Das gesamte Team hier, ihr seid Ehrenmänner bzw. krasse Boys. Leute, hinterlasst den einen schönen. Und wenn ihr bis jetzt nicht überzeugt wart von Like-Buttons oder Abo-Buttons, was auch immer, dann gerne jetzt Abo-Button und Glocke reinhauen. Hier auf der rechten Seite findet ihr eine Mythen-Playliste, die ihr gerne auschecken könnt, wo noch eine Menge andere Sachen sind. Zum Beispiel, ob ein Hai tanzen kann, Helicarrier mit den Karten öffnen oder auch Season 2 noch viele, viele weitere Experimente, wo wir Shadow gegen Ghost kämpfen lassen. Gerne die Playliste auschecken, einmal durchgucken. Mein Zweitkanal, den ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe, natürlich auch. Und ansonsten, gebt mir Flosse.